Hallo zusammen, ich stehe hier gerade über der Stadt und ich höre von weitem die Stadtgeräusche. Und hier oben ist eine absolute, ja, Stille auf eine gewisse Art und Weise. Der Wind weht mir um die Ohren und ich habe mir überlegt, die Welt, sie ist eigentlich in Ordnung. Sie ist auf eine gewisse Art und Weise nicht in Ordnung, aber im Sinne der Natur und der Naturgesetze haben wir hier eine Welt vor uns, in der eigentlich alles in Ordnung ist. Und wir verwechseln das oft. Eine Welt, die abstrakterweise in den Bereichen, wo sie vom Menschen erschaffen wurde, nicht in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite eine Welt, die, wenn man in die Natur geht, eigentlich völlig in Ordnung ist. Wenn man sich den Baum anschaut, die Natur, die Pflanzen, die Vögel, die Tiere, da ist eigentlich alles, ja, wie sagt man, ja, im Lot, in der Ordnung, wie gesagt. Und wir versuchen immer, uns in diese abstrakte Ebene reinziehen zu lassen. Und wir dürfen aber die Naturebene, die, ja, die wahre Ebene, die Ebene, die wahrhaftig ist, nicht die abstrakte ist, nicht unsere verkopfte Ebene, sondern unsere, ja, geerdete Ebene nicht vergessen. Denn wenn wir die vergessen, dann haben wir den Bezug zum Leben verloren und dann lassen wir uns durch die abstrakte Welt verrückt machen. Und das ist, ja, das führt uns sozusagen in dieses Chaos, in die uns viele, ja, ich sag mal, Menschen, wenige Menschen vielleicht gerne haben wollen. Also die wollen, dass wir in dieser Ebene leben, unsere Verbundenheit verlieren. Verbundenheit heißt auch soziale Kontakte. Verbundenheit heißt auch ein Vertrauen, ein Urvertrauen in die Welt und ja, in das Leben an sich. Und dieses Urvertrauen geht uns verloren. Aber das geht uns nur verloren, wenn wir in die Welt nicht mehr hinausgehen, wenn wir nicht mehr uns erden, mal in Stille sind und einfach mal reinspüren, was es bedeutet, naturverbunden zu sein. Und da rede ich nicht von der Welt da unten, sondern von der Welt quasi da oben, wenn man es mal so sehen will. Und zwar rede ich von der natürlichen Welt, von der Welt, die wir erleben, wenn wir uns abkoppeln, wenn wir rauszoomen aus unserer abstrakten, erschaffenen Gedankenwelt, die wir als Welt oder als Gesellschaft bezeichnen. Und wenn wir uns ein bisschen abkoppeln davon, dann merken wir, dass die Welt eigentlich in Ordnung ist, dass sie schon immer in Ordnung war und auch immer in Ordnung sein wird und auch im Moment in Ordnung ist. Das Problem ist, wir sind von der natürlichen Welt abgekoppelt. Wir haben uns unser Rechtssystem, unser Gesellschaftssystem, unser moralisches System erschaffen und erschaffen uns auch in dieser Welt unsere Probleme selbst. Wir haben also quasi eine abgekoppelte Welt, wo wir Probleme erschaffen, die uns dann völlig vereinnahmen. Und die Welt haben wir so konstruiert, dass sie uns weiterhin vereinnahmt, dass sie als besonders wichtig erscheint, dass wir sie mit unserem Leben, mit unserer Identität, mit unserem Ich gleichsetzen und wir vergessen, dass unser wahres Ich mit der Natur verbunden ist. Und die Natur ist immer noch so, wie sie war. Natürlich hat der Mensch sie verändert, aber im Prinzip ist die Natur immer noch in ihrer Ordnung. Also ist alles noch in Ordnung. Und wenn wir uns wieder mehr in die Natur zurückziehen, ja, dann werden wir natürlich auch immer stärker wieder das Ich-Gefühl bekommen, dieses Tiefgründige. Wir werden immer weiter, ja, in uns kehren können und auch, ja, wieder Zugang zu unseren Gefühlen bekommen im Sinne von, was will ich wirklich? Ne? Wie fühlt sich es gerade an? Welches Risiko bin ich bereit, da unten einzugehen? Und je mehr wir uns abkoppeln von der unteren Welt, desto unwichtiger wird diese auch. Und desto mehr können wir damit spielen. Und dieses mit dieser Welt spielen, mit dieser abstrakten, Dinge erschaffen, Dinge wieder gehen lassen. Das ist genau das, worum es eigentlich geht und womit wir auch diese Krisen in Anführungszeichen wunderbar meistern können. Und das alles heißt auch, dass wir in dieser abstrakten Welt, ja,
die wir nicht als wahre Welt anerkennen, die uns fälschlicherweise vorgaukelt, sie wäre die wahre Welt. Dass wir mit dieser Welt spielen können und dass wir mit dieser Welt auch Dinge ausprobieren können, ohne Angst zu haben, etwas zu verlieren. Denn es gibt nichts zu verlieren, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Das, was wir denken, was wir verlieren könnten, gehört uns niemals. Das sind abstrakte Werte, die erschaffen wurden und womit wir versucht werden, in eine Welt zu ziehen, die steuerbar ist. Denn sie ist abstrakt. Durch diese abstrakte Welt werden wir lenkbar, steuerbar, manipulierbar, weil wir denken, weil wir dieser Welt einen Wert zusprechen, den sie gar nicht hat. Und deswegen sollten wir uns, und gerade in Krisenzeiten, wieder zurück zu besinnen, was ist die Welt wirklich? Und ist diese Welt wirklich aus den Fugen geraten oder ist diese Welt in Ordnung? Und vor allem, wer erzählt uns denn, dass die natürliche Welt aus der Ordnung geraten sei? Es gibt ja genug Leute, die sagen, auch die natürliche Welt sei aus der Ordnung. Wir steuern auf eine Katastrophe zu. Wer sagt uns das? Ist das nicht auch wieder eine Abstraktion auf eine gewisse Art und Weise? Und müssen wir nicht in diese Welt eintauchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, stimmt das? Ist das stimmig oder ist es nicht stimmig? Und ich will jeden dazu ermutigen, in diese Welt einzutauchen und wieder Zugang zur natürlichen Welt, zu den natürlichen Gefühlen, zum wahren Ich zu bekommen und dann hineinzuspüren. Ist alles so schlimm oder ist eigentlich alles in Ordnung? Und können wir mit dieser oberflächlichen Welt spielen und können wir auch mit der kaputten Welt spielen? Und je spielerischer wir mit dieser kaputten Welt umgehen, desto mehr können wir positiv bleiben und auch in dieser abstrakten Welt einen positiven Einfluss und eine positive Veränderung herbeiführen. Da müssen wir aber im Kontakt bleiben. Zu unserem natürlichen Ich, zu unserem wahren Ich, zu unserer, ja, zur natürlichen Welt. Nochmal eine kleine Ergänzung zu vorhin. Vorhin war ich etwas erhöht, also über der abstrakten Welt. Und jetzt bin ich quasi weiter räumlich entfernt. Jetzt bin ich mitten im Wald. Und hier interessiert sich kein Baum dafür, dass wir gerade in einer Krise stecken. Da interessiert sich auch die Hummel, die man da gerade hört, nicht dafür, dass wir in einer Krise stecken. Und auch kein Vogel, der weiß nichts davon. Und selbst wenn hier ein Holzfäller kommen würde und diesen Baum fällen, vielleicht empfindet er kurzzeitig Schmerz, was Bäume vielleicht können, ich weiß es nicht. Aber davor empfindet er keine Angst. Und danach empfindet er keinen Groll, weil er im Jetzt lebt. Im Hier und Jetzt. Das heißt, auch wenn es dieser Welt hier, der normalen Natur, in unserem Sinne schlecht geht, wird sie immer im Jetzt leben. Sie wird sich nicht um die Zukunft Sorgen machen und auch nicht Groll gegenüber der Vergangenheit oder Hass hegen, sondern wie die Ente, die sich schüttelt nach einem Kampf auf dem Fluss oder dem See und danach ist wieder alles in Ordnung. Und genau so sollten wir mehr. Wir sollten mehr von dem übernehmen, was uns die Natur zeigt. Und die Natur zeigt uns, dass im Jetztleben wunderbar ist, denn es gibt keine Probleme, es gibt keine Krisen im Jetzt. Es gibt nur eine Situation, mit der man sich jetzt beschäftigen muss. Jetzt in diesem Moment. Und sonst gibt es quasi nur Stille. Und nochmal etwas ganz Wichtiges. Wir sollten uns, wenn wir uns dessen bewusst sind, hier der natürlichen Umgebung, dem Jetzt, dass es alles in Ordnung ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, sollten wir uns nicht von unserer abstrakten Welt abwenden und uns isolieren, sondern wir sollten Bewusstsein tanken, wir sollten uns erden, wir sollten einen tiefen Frieden generieren, wo uns diese Natur hilft. Und aus diesem Frieden, aus dieser stabilen Position, aus diesem Wissen und aus diesem Bewusstsein heraus, sollten wir wieder in die normale Welt eintauchen und das Beste daraus machen in unserer abstrakten Welt, aber mit einer Leichtigkeit,
und mit Mut, weil wir wissen, uns kann nichts genommen werden im Prinzip. Das, was ihr hier seht, ist die Unordnung in der Ordnung. Die Ordnung im Chaos. Es sieht chaotisch aus, aber hier ist alles in bester Ordnung. Aber nur weil die Natur so ist, wie sie ist, weil sie keinen Verstand hat, mit dem sie Dinge abstrahieren kann. Wir erschaffen uns eine künstliche Ordnung, die wir als Ordnung begreifen, die eigentlich gar keine Ordnung ist. Und das, was für uns als Unordnung erscheint, ist oft ordentlicher, als wir denken, wenn wir uns dessen öffnen. Hoppala, ein wildes Tier ist aus dem ist den Hügel runtergerannt. Ja, wie gesagt, die Unordnung ist auch ein gewisses Risiko, aber das Leben spielt mit dem Risiko. Und wir sollten versuchen, dieses Risiko bewusst einzugehen, aber nur verbunden mit der Natur. Wenn wir aus der abstrakten Gedankenebene heraus Chaos und Risiko zulassen, dann wird uns das nur hin und her werfen, weil uns fehlen die Wurzeln, uns fehlt das Geerdetsein. Und deswegen sind Menschen, die dieses Tiefe noch nicht entdeckt haben und immer in der Abstraktion leben, sich von Medien, Politik, von Angst hin und her werfen lassen, von Groll, von Wut, von Eifersucht. Diese Menschen wollen besonders die Ordnung. Sie wollen auch besonders gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Sie sind froh, egal ob das Sinn macht oder nicht, sie sind froh, wenn sie Vorgaben haben, wenn irgendwas in Ordnung läuft, weil auf dieser abstrakten Ebene sind die Wurzeln nicht da. Und jeder Windstoß bringt diese Menschen zum Umfallen, wie ein Baum, der keine Wurzeln hat. Wir müssen lernen, verbunden zu sein und tiefe Wurzeln zu entwickeln. Dann können wir uns auch wieder auf unser Gefühl verlassen und können ihm trauen und können das Risiko eingehen. Und sind souverän und eigenständig und selbstverantwortlich und eigenverantwortlich. Und das ist, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Das ist genau das, was uns fehlt. Und weil wir uns hiermit nicht verbunden fühlen und diese Verbundenheit nicht zulassen, beziehungsweise diese Verbundenheit überschüttet wird in unserer abstrakten städtischen Welt, deswegen brauchen wir das ganz besonders und deswegen ist es nötig, dass wir diesen Zugang wieder finden und ihn entwickeln, ihn bewusst stärken. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video.